Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, nachdem es in fast allen unserer Nachbarstaaten schon seit teilweise vielen Jahrzehnten gelungen ist, einen Mindestlohn einzuführen, ist es in Deutschland nun endlich Ende 2013 durch eine Vereinbarung in der dazu gekommen, dass wir seit 1.1. dieses Jahres auch einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro in Deutschland eingeführt haben. Diese Vereinbarung war eine grundlegende Voraussetzung seitens der SPD für die Bildung einer großen Koalition. Das möchte ich hier nochmal ganz deutlich hervorheben. Am 10. April waren es genau 100 Tage, dass rund 3,7 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland von einer verbindlichen Lohnuntergrenze profitieren. Und in Mecklenburg-Vorpommern sind ungefähr ein Fünftel aller Vollzeitbeschäftigten positiv betroffen. Die meisten Befürchtungen, die vorher gestreut wurden, haben sich indes nicht bewahrheitet. Hunderttausende Jobs gingen nicht verloren, es mussten nicht viele kleine Betriebe dicht machen, es gab keine massiven Preiserhöhungen auf breiter Front. Passiert bis jetzt ist kaum etwas. Ja, im Taxi, beim Bäcker, in Hotels oder Gaststätten müssen Verbraucher zum Teil mehr bezahlen. Aber wenn Jörg Müller, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks, in einem Focus-Online-Interview sagt, dass ein durchschnittlicher Herrenhaarschnitt jetzt etwa 50 Cent teurer ist, kann ich da wirklich keine Dramatik drin erkennen. Sehr geehrte Damen und Herren, zur Wahrheit gehört natürlich dazu, dass es mehr Ausnahmen gibt, als wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollten. Die Union scheint vor allem über die Pflicht, die Arbeitszeit aufschreiben zu müssen, unzufrieden zu sein. Und hier wird immer so ein Bürokratiemonster beschworen. Also ich halte das für ziemlich unrealistisch. In ganz zahlreichen Berufen ist die Dokumentation von Arbeitszeiten seit vielen Jahrzehnten gang und gäbe. Und die haben das gut alle verkraftet. Ich sehe nicht, dass das ein wirkliches Problem sein soll. Die Dokumentationspflicht gilt generell für geringfügig Beschäftigte und zudem für Wirtschaftsbereiche, die im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz benannt sind, weil bei ihnen eine besondere Missbrauchsgefahr besteht. Und auch aus diesem Grund ist für mich die Aufzeichnungspflicht einfach unverzichtbar. Denn leider wird sich wohl nichts daran ändern, dass einige Arbeitgeber versuchen, Regeln zu umgehen. Das kennen wir ja schon aus anderen Zusammenhängen, wenn tarifliche Verabredungen umgangen werden sollen oder bereits vereinbarte Mindestlöhne, die ja in der Vergangenheit, wie es in der Vergangenheit ja auch schon war, nicht gezahlt werden sollten. Da werden Überstunden nicht bezahlt, die werden gar nicht vereinbart, aber müssen trotzdem geleistet werden. Da werden Verpflegungskosten vom Lohn abgezogen, auch wenn die Verpflegung aus einer Tüte Popcorn besteht. Also der Erfindungsreichtum kennt da keine wirklichen Grenzen. Aber trotz alledem sage ich auch nochmal ganz klar und deutlich, das sind die Ausnahmen. Die meisten Unternehmen machen ihre Arbeit auch in diesem Bereich ordentlich. Und das ist auch kein Phänomen, das erst seit Einführung des flächendeckenden Mindestlohns auftritt, dass es natürlich wie überall auch Missbrauch und Schieflagen gibt. Als ich am letzten Samstag mit einer Spargelverkäuferin ins Gespräch kam, sagte sie ganz von sich, wie gut sie es getroffen hätte. Sie hätte diesen Job gekriegt für 8,50 Euro Mindestlohn. Sie hielt das für eine ausgesprochen passende Bezahlung. Sie hat ein tolles Betriebsklima. Anders sei es in ihrer eigenen Branche. Sie hat Floristin gelernt, hatte ein paar Bewerbungsgespräche in den letzten Monaten und hat deutlich geringere einen deutlich geringeren Stundenlohn in Aussicht gestellt bekommen und hat dann gesagt, nee, Lehrberuf und dann unter Mindestlohn, das nimmt sie nicht an. Aber sie hat sich dann bei ihrem Jobcenter darüber beschwert. Aber das Beispiel zeigt einmal mehr, dass es sinnvoll und erforderlich ist, verstärkt Kontrollen natürlich durchzuführen. Zuständig ist der Zoll. Bei Verstößen kann dies mit bis zu 500.000 Euro geahndet werden. Die Stellen dafür werden aufgestockt. Von 1.600 ist die Rede. In Mecklenburg-Vorpommern sollen ungefähr 150 Zollbeamte
die Einhaltung des Mindestlohns kontrollieren. Medienberichte zufolge scheint hier die Tatsache, dass Zollbeamte bewaffnet und in Uniformen ihre Pflicht tun, den größten Anstoß auszulösen. Seit seiner Einführung hat die Bundesregierung mit einigen Klarstellungen für Rechtssicherheit im Umgang mit dem Mindestlohn sorgen müssen. Über die Nichtanwendung bei ehrenamtlich ausgeübten Tätigkeiten haben wir hier bereits diskutiert. Über die Übergangsregelungen, wie etwa für Branchen mit Tarifverträgen deutlich unter 8,50 Euro bis zum 31. Dezember 2016 oder Verschiebung der Einführung für Zeitungsausträger, werde ich hier gar nicht näher eingehen. Dafür ist mir die Zeit zu knapp. In Bezug auf das 6-monatige Aussetzen des Mindestlohns für Langzeitarbeitslose möchte ich jedoch anmerken, dass Mitte 2016 geprüft wird, ob diese Regelung tatsächlich dazu beiträgt, Arbeitslosen den Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu ebnen. Das war ja der Vorwand, unter dem das eingeführt wurde. Eine erste DGB-Nord-Kurzstudie, auf die ich noch zurückkommen werde, konnte dafür allerdings keinen Beleg finden. Die Überprüfung der Höhe des Mindestlohns obliegt nun einer Kommission. Sie besteht aus einem oder einer Vorsitzenden und 6 Stimmberechtigten sowie 2 beratenden Personen aus der Wissenschaft. Diese Mindestlohnkommission untersucht nun fortlaufend die Auswirkungen des Mindestlohns nach bestimmten Parametern. Zum 30. Juni 2016 wird die derzeitige Höhe des geltenden Mindestlohns erstmals überprüft. Dann wird die Kommission darüber beraten, wie hoch dieser ab dem 1. Januar 2017 sein wird. Alle 2 Jahre soll der Mindestlohn angepasst werden. Das Bundesarbeitsministerium führt zurzeit mit Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften einen sogenannten Branchendialog zum Mindestlohngesetz. In einer Bestandsaufnahme sollen da die Beteiligten die positiven Auswirkungen und negativen Auswirkungen praktisch aufzeigen, um dann zu gucken, ob in Bezug auf die derzeit geltenden Regelungen noch Änderungsbedarfe vorhanden sind und die dann eventuell einzuleiten. Und wenn ich richtig informiert bin, tagt morgen eine Koalitionsrunde, die genau darüber beraten will. Vor der Einführung des Mindestlohns, also im Mai 2014, stellte eine repräsentative Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag des DGB fest, dass mit 86% eine sehr große Mehrheit der Deutschen die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns für richtig hält. Übrigens, die höchste Zustimmungsrate lag bei den Anhängern der SPD mit weit über 90%. Ja, Herr Kurger, das hätte ich mir auch gewünscht. Und sehr geehrte Damen und Herren, eine Studie, die jetzt seit März vorliegt, ebenfalls Infratest DIMAP im Auftrag des DGB, belegt ganz klar, dass die Zustimmung auch nach Einführung keineswegs gesunken ist. Die 86%, die vorher dafür waren, sind nach wie vor dafür. Und 94 dieser 86% sagt auch ganz klar, auch wenn dadurch erhöhte Warenkosten auf sie zukommen, weichen sie nicht von ihrer Meinung ab. Und 77% der Befragten sehen einen Vorteil des gesetzlichen Mindestlohns darin, dass viele Beschäftigte ihr Einkommen jetzt eben nicht mehr mit Hartz IV aufstocken müssen. Aber sehr geehrte Damen und Herren, wir sind natürlich nicht so blauäugig zu glauben, dass ein Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro oder auch die dann weiteren Anpassungen wirklich vor Armut schützt. Wir gehen vielmehr davon aus, dass er eine Aufwärtsspirale bei der Lohnentwicklung in Deutschland in Gang setzt, denn je hochwertiger die Arbeitsqualität ist, umso besser muss sie natürlich auch bezahlt werden. Seit dem 9. April dieses Jahres nun liegt eine Kurzstudie Auswirkungen des Mindestlohns auf dem Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern des DGB Nord vor. Und man kann sie zwar erst als erste Einschätzung werten, dafür ist der Zeitraum einfach nicht lang genug, aber aus ihr geht ganz klar hervor, dass in Mecklenburg-Vorpommern auch bis jetzt keinerlei negativen Prognosen eingetreten sind. Im Gegenteil, die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen waren in den letzten 3 Monaten rückläufig. Besonders stark sank die Zahl der Arbeitslosen sogar in Branchen, auf die sich der Mindestlohn besonders negativ auswirken sollte, wie kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb und Tourismus. Die Entwicklung des Stellenangebotes verläuft positiv. Die Auswirkungen auf die Beschäftigung insgesamt ist positiv. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigungsverhältnisse ist gestiegen. Auch das trifft in Mecklenburg-Vorpommern auf die beiden besonders betroffenen Bereiche Handel und Gastgewerbe sogar überdurchschnittlich zu. Das Gastgewerbe liegt sogar an der Spitze des Beschäftigungszuwachses im Branchenvergleich. Das korreliert natürlich mit der sinkenden Zahl der Arbeitslosen in diesem Bereich.
Bei den ausschließlich geringfügig Beschäftigten ist die Tendenz rückläufig. Hier können besonders Frauen profitieren, weil sie ja besonders häufig geringfügig beschäftigt sind. Insgesamt wird die vorsichtige Vermutung nahegelegt, dass geringfügige Beschäftigungsverhältnisse in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umgewandelt worden sind. Das wünschen wir uns doch schließlich alle. Weder zeichnet sich ein Ausweichen in die sogenannte Schwarzarbeit ab, noch werden gering qualifizierte Beschäftigte vom Arbeitsmarkt verdrängt. Auf Mecklenburg-Vorpommern bezogen kommen die Verfasser der Studie, die Bundesarbeitsministerin zu drei Schlüssen. Und bevor ich die nochmal unterstreiche, möchte ich noch darauf hinweisen, dass heute in der SVZ eine große Pressemitteilung, Mindestlohn zahlt sich kaum aus, die sich ausschließlich auf das Vergabegesetz allerdings bezieht, das wir vor 3 Jahren eingeführt haben. Da wird mein Kollege Schulte nachher noch genau drauf eingehen. Aber wenn hier gesagt wird, dass Löhne mitunter bis um 17% gestiegen sind, sehe ich die negative Auswirkung oder überhaupt gar nicht oder dass es kaum gezogen hat. Und auch diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die befürchteten negativen Auswirkungen nicht eingetreten sind. Aber nun zum Schluss. Ich sagte eben, auf Mecklenburg-Vorpommern bezogen kommen die Verfasser der DGB-Kurzstudie genauso wie die Bundesarbeitsministerin zu dem Schluss. Erstens, die Einführung des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns ist eine der größten Arbeitsmarkt- und sozialen Reformen in Deutschland. Zweitens, sie ist ein großer Erfolg und die Verfasser der Kurzstudie gehen noch weiter und sagen, drittens, diese Reform gibt der Arbeit ein Stück Würde zurück. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, allen drei Punkten schließen wir uns vollumfänglich an. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.